Mensch, Manny, die Russe komme! Bitte was? Was ist denn hier auf dem Dach los? Nanü, huch, wie überraschend. Was haben wir denn da? Wie ist denn das da hingekommen alles? Ist dir mal aufgefallen, dass wir immer total übertreiben bei solchen Sachen? Ich finde, nein. Das ist der Sache angemessen einfach. Und ich habe ehrlich gesagt trotzdem Angst zu klicken, weil ich glaube, dass wir gleich sterben werden. Ja, soll ich einfach mal gucken, ob wir den Drachen heraufbeschwören, mal gucken, was passiert? Ja, können wir machen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich habe Angst. Okay, komm, wir zählen runter von 3. 3. 2. 1. Und go! Alter, was ist das? Vielleicht muss ich mit ihr rummachen. Oh, oh, da ist noch Mais zwischen den Zähnen. Bah. Drachen? Wieso kommt da jetzt nichts? Alter, ist das Ding. Alter, was ist das denn? Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist, den anzugreifen? Ja, wir müssen, ne? Boah, macht der Damage. Ich bin tot. Krass. Boah, die schießen ja aber. Wir haben dem gut mitgegeben. Ich halte noch die Stellung. Ja, ich bin unterwegs. Alter, der ist gleich tot. Yeah, er ist tot. Ey, das Vieh hat mega den Damage gemacht. Dragonbone. Man darf sich auf keinen Fall von den Flammen treffen lassen. Aber ansonsten geht's. Ich bin reingesprungen immer, hab in diese Knochen, diese Explosionsknochen reingeworfen. Das hat gut funktioniert. Geil. Ich hätte vielleicht auch den Bogen nehmen sollen. Geil. Nein, ein Pelikan greift an. Vorsicht. Vorsicht, Alter. Vorsicht. Oh, Geld. Was? Pelikan, 75 Euro dabei. Geil. Gehen wir erstmal zum Saturn einkaufen. So. Boah, diese Dinger haben auch kaum Schaden gekriegt. Das ist ja echt heftig. Das waren, glaube ich, vielleicht auch. Ne, es waren nicht zu viele, oder? Nein. Ach, Quatsch. Das war eigentlich echt der Sache angemessen. War ja auch ein Riesenteil. That's what she said. Ja, das höre ich öfter. Achso. Warte. Mit dem Dragonbone können wir bestimmt wieder was ganz Tolles basteln. Das war ein epischer Kampf. Wow. Wir sind voll die Helden, wenn es um so Bossfights geht, ne? Ja, wir sind auf jeden Fall todesmutig. Ja. Aber man muss sagen, wir gewinnen locker immer jeden Krieg. Ja, was voll übertrieben ist. Ja. Wir sind einfach die zwei intelligentesten Schwerverbrecher dieses Universums. Ja. Ach ja. So. Ja, mit dem Dragonbone. Was konnte man da mal basteln? Das war doch auch wieder so eine Star-Map, oder? Ja, und dieses Upgrade, genau. Das war aber nicht die MK2, oder? Nee, dafür braucht man Iron Bars. Genau. Was war denn das nochmal? Da braucht man einen Prozessor für. Das hat man, glaube ich, auch schon. Suchst du mal kurz mit? Ja, ich guck gerade auch. Das ist so viel Krempel inzwischen hier drin, dass ich gar nicht mehr weiß. Big Ape Hender. Ne, Beta-Sektor ist MK2 gewesen. Ne, da sind wir ja schon lange durch. Ja, Igoing. DK Princess. DK Princess. Entschuldigung. Ich hab's nur falsch ausgesprochen. Entschuldigung, DK. Smooth Metal. Was ist denn der Nano-Stove? Hatten wir das Ding schon? Ja, das doch. Ist einfach nur wie so ein Ofen, nur Nano. Ah, okay. Gut. Nano. Ah, Star-Map Upgrade. Nee, K3 hatten wir auch schon. MK4. Dragonbone 1/1 und 1000 Pixel. Okay. Gut. Dann baller ich das hier auch nochmal rein. So, 1000. Ich hätte auch 2000 Pixel noch. Ja, die kannst du mir aber nicht geben, ne? Nee, oder willst du das craften eben? Kann ich auch machen, aber du kannst doch warten jetzt gerade, wie du willst. Ach, mir ist egal. Ah, dann kann ich ja endlich mal. Alter, bist du schnell! Oh. Boah! Das ist unfassbar, wie der Roboter das mit 1000 Atü da hinten rausdrückt. Ich hab einen Vergaser im Bauch. Ich merk das schon. Kann ich hier noch irgendwas, Commander?
No Infantry. Ach ja, Leder müssen wir auch noch sammeln für Schneeklamotten, damit wir auf Winterplaneten können und sowas. Ja, aber irgendwie, Leder kriegt man echt schwer irgendwie, kann das sein? Ich glaube, da müssen wir echt den Bogen ausrüsten. Und dann sammeln gehen. Aber kriegt man beim Bogen nicht mehr Fleisch einfach nur? Wohl auch mehr Leder. Ah, okay. So, wie viele Pixel waren das nochmal, die man braucht? MK3. Piu. Ah, siehst du, MK4. Schon gecraftet. Wo können wir jetzt hin? Was ist das jetzt für ein Sektor, wo wir gleich hinkommen? Sind wir dann schon im X-Sektor? Ich weiß es gar nicht. Wie viele Sektoren gibt's denn, weißt du das? Ich glaube, das war's auch schon. Was? Ich glaube, der X-Sektor ist tatsächlich der letzte Sektor, der kommt. Glaube ich, ich weiß es nicht. Aber ich habe gelesen, es soll um die 20 Endgegner gehen. Ich weiß es nicht mehr genau, verdammt. Aber bei X-Sektor macht doch auch Sarah Connor mit, ne? Genau, genau, genau. Die sitzt an der Jury. Und die sehen wir dann vielleicht auch als Endgegner. Ich weiß es nicht genau. Oh nee, wir sind jetzt erst im Delta-Sektor. Ach so. Ja, Pillepalle. Wollen wir mal ganz kurz gucken, mal Leder kriegen? Ja, lass uns mal Ausschau halten. Ich als Rocker brauche neue Unterwäsche. Da brauche ich dringend Leder für. Wie nennst du dich dann? Schrampino? Meinst du mir? Nenn mich einfach Kralle. So. Affenkralle. Geil. Wie nennen wir dann unsere coole Biker-Gang? Ach, du bist du überhaupt ein Biker? Nee, du hast einen rosa Rock an. Du bist mein Biker-Mädchen. Hi. Boah, der Bogen macht so wenig Schaden irgendwie. Alter. Aua. Ich muss mich erstmal healen, fällt mir gerade auf. Der Bogen ist super, ne? Ist der Hammer. Aua. Ach, scheiße, vor allem, wenn man noch daneben schießt, ey. Jetzt komm, ein Schuss noch. Juhu. Geil, Leder. Alter. Alter, das ist... Warte, ich geb's dir. Nee, behalt's. Du kannst das eh besser craften wie ich. Hä, wieso? Gar nicht. Wir können... Ja, ich mach dann zwei. Pass auf, wir suchen jetzt einfach 100 Leder in dieser Folge. Wie ist das eigentlich, wenn man einfach nochmal draufhaut vorher auf das Ding? Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit deiner Waffe haust du den gleich weg. Oh. Ja, vielleicht sollte ich die andere Waffe aktivieren. Wo ist denn mein Hammer? It's here. It is the hammer. Pass auf, erst weichklopfen und dann abledern. Bitte was? Wie man das mit Promis in Zeitungen macht. Erst weichklopfen, dann abledern. Hast du das mit dem Wendler mitbekommen? Es ist aber auch eine Katastrophe. Also diese PR-Stunts funktionieren einfach nicht. Das ist so schlecht gewesen. Alter, schießt denn hier alles mit den komischen Zacken? Boah, hey. So, mal gucken jetzt. Geht. Geil, Leder. Oh, ich warte, warte, warte. Tot. Oh, Hilfe. Ich hab natürlich nicht weich geklopft vorher. Ist gut, zwei anzugreifen gleich. Ja. Boah, Mist, jetzt habe ich wieder keine Energie. Alter. Also scheiße, wenn man keine Ausdauer mehr hat. Ich verwechsel immer X und Y, Mann! Nein. Scheiße, schon tot. Das gibt's doch nicht. Warte, warte, warte. Alter. Juhu. Yeah. So, warte, warte, warte. Au. Ja gut, Vögel haben selten Leder dabei, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Halt, weichklopfen, stimmt. Moment. Machst du? Bam. Super, aber nur den einen, ne? Mhm. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Der verbrennt lieber da unten elendig. Juhu. Na? Boah, krass. Nochmal weichklopfen? Wenn ich weichklopfe, stirbt er sofort. Ich verstehe das gar nicht. Hä? Alter. Verstehe ich nicht.
Ich glaube, ich mache mal die Blase wieder aus gerade. Die ist zwar sehr cool, aber die kostet mich Energie und die brauche ich gerade für den Bogen. Ja, was liegt denn da? Da war so ein großer Pinöpel drauf. Ah, okay. Gucke! Aua! Das klappt aber super, ne? Ja, aber wieso verlieren die nur noch Fleisch? Ich weiß es nicht. Oh. Ich glaube, weil die verbrennen. Meinst du? Kann ich mir vorstellen. Oh, warte, ich mach mal ganz kurz. Hab ich noch eine andere Waffe dabei? Ich habe nur Feuerwaffen dabei, leider. Du bist einfach brutal. Feurig bin ich. Warte mal, dann hau ich den mal an. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Oh, ich bin fast tot, Hilfe. Boah. Weiche! Oh, Mist. Ich verwechsel immer X im Subston. Los! Weichklopfen! Oh. Hey! Oh. Monster Shell! Okay, ich probiere mal gerade mit Weichklopfen. Vielleicht geht es ja. Oh. Monster Shell! Scheiße. Scheiße. Funktioniert nicht so gut, ne? Ja, Leder ist echt schwer zu kriegen. Ist ein bisschen wie bei Minecraft, finde ich. Weiß nicht, wenn du da schon mal Leder gesammelt hast. Ja, vor allen Dingen für diese neuen Bücherrezepte, wer sich immer diesen Wahnsinn ausgedacht hat. Alter! Das wollte ich nicht! Oh. Hey. Clever! Oh nein, 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 nein. Nein, das mit Ruhe, hau ab. Alter, oh, 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 oh. Boah, Alter, du hast ihn nur noch angeschnipst. Nein, gibt's nicht. Boah, nein, Kopfschuss, komm schon. Yeah. Er verliert halt gar nichts, toll. Toll. Das hat aber vehement verteidigt, sein großes, rundes Nichts. Oh, Vorsicht, sein Kumpel. Muss ich mir erstmal ganz kurz heilen. Erstmal ganz kurz heilen. Warte mal, ich hau den an und dann lassen wir den kurz ausbrennen. Der stirbt, glaube ich, nicht davon. Lassen wir den kurz ausbrennen. Klingt auch hart, aber... Ja, das ist aber die Natur halt, ne? Ja. Okay, cool. Den vorderen. Jetzt den hinteren, ne? Hä, wieso verlieren die denn nichts? Mir reicht's. Du bist so brutal. Oh, geil, Geld. Mist, ich muss husten, Sekunde. Ja. Ich versuche mal in der Zeit... Boah, bin ich direkt abgehoben vor Husten. Ich glaube, mein Hammer ist zu mächtig. Aha. Ich glaube, die droppen kein Leder mehr. Vielleicht droppen die auch nur Leder in bestimmten... Was ist der Hex? Ah, Alter, was bist du denn? Boah. Ist das auch biomsabhängig, wo die Leder droppen? Ich weiß es ja nicht. Nein. Ah! Hilfe, ich komme hier nicht mehr weg. Alter. Ich bin hier gefangen. Hallo? Hä? Der ist gleich weg. Gleich ist er weg. Vorsicht. Schnappschildkröte von hinten. Yeah. Ach, Holiday Spirit. Warte, ich muss mir mal ganz kurz wieder, healen. Oh, beruhig dich. Aua. Hä, das ist doch blöd. Wieso ist denn der Bogen eigentlich so schwach? Das verstehe ich nicht. Achso. Vielleicht muss man echt versuchen, beim Bogen immer diesen Superhit zu schaffen, irgendwie. Manchmal fliegt der Pfeil auch einfach durch. Ja, so wie bei mir gerade. Ja, genau. Blödes Vieh. Hä? Hier? Hast du gerade gesehen? Ja, 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 ja.
Hey. Leder! Wow, schon 5 Stück. Das geht da. Die Zeit verfliegt nur so. Wie gut, dass das jetzt auch total sinnvoll ist von dem Hype. Ja, wir können vielleicht einen Schneeplaneten sehen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das sieht aus wie hier einfach. Warte, erstmal kurz. Ja. Ich wollte mich kurz healen. Ja, ich töte den gerade mal so. Okay, danke. Entschuldigung. Guck mal, da holt er gleich seine 6 Augen raus. Seine was? Seine 6 Augen, der Vogel da. Ach so. Ach, hast du da... Das Klo sieht man aber gar nicht im Schneebiom, ist voll cool. Außer die braune Bremsspur am Berg runter. Schon wieder daneben? Na, oh, das gibt's doch gar nicht. Boah, jetzt haben wir 2 am Arsch. Soll ich aufhauen? Oh, ich hau nirgendwo mehr drauf. Alter. Das ist ja nicht so gut. Ach, keine Energie mehr. Scheiße. Nein! Mann! Die sind echt nicht zu unterschätzen hier in dem Sektor, die Monstoren. Und da hat sie mich auch dahin geschnetzelt. Ich dachte, ich probiere es mal ohne Heilung, aber ich glaube, das mit dem Leder ist echt die beste Idee, die wir jetzt hatten, oder? Vielleicht sollten wir einfach den nächsten Sektor fliegen und mal gucken, was da los ist. Ich glaube auch. Oh, schnell zu unserer Verteidigungsanlage. Oh, wei. Jetzt gerade irgendwie an der Tür klingelt. Echt? Ist der Nachbar schon wieder vor der Tür? Nee, kann ja nicht sein. Ist ja gerade 19 Uhr oder so. Hi. Wer klingelt denn hier um 19 Uhr heute? Paket habe ich auch nicht angenommen. Haben Sie Lust, über Gott und die Welt zu sprechen? Nee, ehrlich gesagt nicht. So, ach, wir haben auch gar keinen Fuel mehr. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin können noch. Haben wir auch keine Kohle mehr und nichts? Die Kohle ist unten auf dem Planeten. Soll ich sie holen? Ja, kann ich auch selber, ne? So ist es ja nicht. Ich gehe nur mit, dass du die Kiste findest. Das ist sehr lieb. Wobei, warte mal, ich gehe doch nochmal hoch. Ich produziere gerade neue Kohle. So, warte. Die Frage ist, in welcher Kiste ist die Kohle denn? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hatten wir nicht zu den Rohstoffen gepackt, weil wir so viel hatten. Nee. So, Titanium-Bar packe ich wieder rein. Silber-Ohr packe ich auch mal wieder rein. Da sind noch 9 Kopper. Alter, das ist so durcheinander hier alles. Heilige. Was ist das denn? 177 Silber. Na ja, super. Machst du denn gerade? Ach, ich... So halt Dinge. Ach so, ja, ach ja, Dinge. Dinge also. Ja, ja. Find's schön, wie mitteilsam du bist. Könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Ich find's schade, dass man diese Turrets nicht außerhalb vom Schiff platzieren kann. Das wäre auch lustig irgendwie. Auf wen willst du denn schießen? Auf Weltraummonster? Ja, ich dachte, wir sind nicht alleine hier. Wäre auch lustig, wenn man andere Spieler treffen würde, ne? So. Ja, das wäre auch extrem cool. Aber ich glaube, das halten die Server eh nicht aus, wenn man da alle Spieler in eine Karte packt. Boah. Ich finde die Kohle nicht, sag mal. Echt nicht? Nee. Was ist mit den Kohlen? Warte, ich komm mal mithelfen. Hol ich für dich mal die Kohlen aus dem Feuer. Ach, da hast du denn gelegt. Boah. Hast du hier drüben schon geguckt? Nein. Okay. Ach, natürlich habe ich da drüben schon geguckt. Ach so. Ja, ich guck nochmal. Toll, dass du mir da so vertraust. Vielleicht habe ich aber auch übersehen. Ich bin sicher, die sind auf der Seite, wo du gerade bist, weil hier ist echt nur noch Rempelkrams. Ich habe die bestimmt echt übersehen. Oder haben wir keine mehr? Natürlich haben wir. Also wenn wir keine Kohle haben, dann ist alles vorbei. Was ist das hier?
Ach, das waren die Mushrooms. 1000 Holz. Hm. Da sind auch 59 irgendwas. Barbed Wire? Ne, also hier drüben ist sie nicht. Kann doch nicht sein. Ah, warte mal, ist die vielleicht oben auf dem Schiff in diesem Shiplocker? Ach, hier, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Ah, okay, okay, okay. Hab ich tatsächlich übersehen. Gleich neben deinem Rock oder meinem oder irgendwessen. Was? Und gleich neben diesen komischen Rohren hier. Wer schießt denn da oben immer? Da liegt lauter Geld auf dem Dach. Geil. Voll, voll geil mit diesen Turrets. Da kannst du einfach, warte mal, hier 110 Pixel. 120, 240. Geil. Da sollten wir uns auf jeden Fall so eine kleine Strecke machen. Später in unserer Mega-Residenz. Ja, das ist so wie eine kleine Monster-Farm quasi. Ist cool. Ja. Oh, zwei Turrets sind runtergefahren. Old Chest? Hä? Ah. Was denn? Oh, ich hab mal einen Zaubererhut gefunden und das sieht in Zusammenarbeit mit der rosa Schürze echt scheiße aus. Ich komm gleich mal. Ich habe gerade wieder 110 Pixel eingesammelt. Das ist echt praktisch. Und jetzt hat es mich gerade in die Erde gehauen. Na super. Boah, ist voll die Gold, ist voll die Goldgrube hier, die Selbstschussanlage, muss man einfach sagen. So, ja, lohnt sich das? Ja, offenbar schon. Also wenn man ein bisschen wartet, kriegt man da bestimmt irgendwie so 1000 Pixel mal einfach so zusammen. Da liegen noch mehr Pixel, dann habe ich jetzt schon über 300 eventuell. Ja, über 300 Pixel habe ich jetzt schon gefunden, einfach nur. Hm. Und deinen Scheißhaufen. ich wollte noch mal ganz kurz gucken, wegen dieser Winterkleidung. Können wir uns irgendwas leisten? Nee. 10 Leder, 8 Leder, 15 Leder. Also ich glaube, da müssen wir später mal ein bisschen mit dem Bogen killen gehen oder so. Das machen wir aber echt nach dem Wipe, das lohnt sich vorher überhaupt nicht. Nö. Hi. Wer ist denn dieses elektronische Zaubermädchen? Sieht doch schön aus, oder? Aber hübsch hast du es hier gemacht. Also kaum hast du einen Rock an, dann fängst du auch an, die Wohnung um zu dekorieren. Ne? Hammer, gib oder? Ein bisschen, ich brauche ein bisschen, ich muss mal, ich... Bitte, ich muss mal... Ich muss nachdenken. Huch. So. Ich habe deine Lampe im Gesicht. Weil du kein Make-up trägst. So, ich mach mal Fuel einfach wieder hier. Komm, zack, mach ich mal rein. Ist doch egal, ist doch eh vom Vibe. Wir können ja machen, was wir wollen. Die Frage ist, wo wollten wir hin? Delta-Sektor. Delta-Sektor, richtig. Du sagst es. So, im Delta-Sektor, was machen wir denn da? Australis. Delta Australis? Jungle und Can't Land ist immer gut. Meteoritenfeld würde ich auch gerne mal sehen. Ja, das wäre extrem geil, aber da können wir da einfach so hin. Nee. Da müssen wir dieses Oxygen-Ding müssen wir uns dann basteln. Das, dazu brauchen wir noch irgendein Element, glaube ich. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo fliegen wir denn mal hin? Ein Tentakelbiom. Ein Tentakelplanet. Was ist das denn? Geil. Hinder. Das war schon klar mit deinem Röckchen. Wie sich gleich auf Flora und Fauna draufsetzen wird. Mit so einem gekonnten Lambada-Tanz. Dafür müssen wir auf diese Pimmelplaneten zurück. Ich glaube, die Tentakelplaneten werden dir auch gefallen. Oh, ich strecke mich derweil erstmal und trinke im Cockpit. Ich bin der Captain, ich darf jetzt einen Kaffee trinken. Hört man das eigentlich hier? Boah, das ist bestimmt so ein richtig geiler Milchkaffee gewesen. Hm. Und damit hast du völlig recht, Alter, er schmeckt voll gut. Boah, ich hasse dich. Boah, lecker. Ich gehe. Ah. Zum Glück weiß die Olle nicht, wie man Vollautomaten bedient. Was? Hallo, Schatz. Ich habe gerade von dir geschwärmt. Kannst du mal dein Ding aus meinem Gesicht nehmen? Nein, nein, das lege ich da immer drauf. Wie so ein Rahmen. Ein Rahmen aus Wurst. Alter, da kommt ein Rahmen aus Wurst. Was ist das denn? Warst du schon mal auf so einem Planeten? Nee, du?
Nee, überhaupt nicht. Alter, wie surreal das aussieht. Aber ich habe gelesen in der Geschichte von Starbound, das ist wirklich eine fantastische Geschichte, im Anfangstrailer, dass tatsächlich solche Tentakel die Erde zerstört haben. Und deswegen sind zum Beispiel die Menschen, also jeder Rasse hat eine eigene Vorgeschichte, und die Menschen sind deswegen dann in den Weltraum geflohen. Was klingt dramatisch, hat mich mitgerissen, muss ich sagen. Da sollte Uwe Boll sofort einen Film drüber machen. Hat wahrscheinlich schon drei. Achso, ja. Jetzt bin ich mal... Hui. Huch! Oh! Oh! Das ist ja geil. Räum du aus, ich... Hör mal die Musik. Boah, das erinnert mich gerade an irgendein Spiel. Das war voll skurril. Oh geil, was ist das denn? Eine Einerwaffe mit 56 Damage, das ist ja geil. Neuer Planet, er pennt, klar. Boah, die Uhr da oben ist geil, die will ich haben. Seid ihr lieb? Ey, seid ihr lieb? Ey, die greifen an. Ich fühle mich unerwürdig. Alter. Boah, guck mal, wie viel Damage die gemacht haben. Alter. Okay, du gehst vor. Ey, die Boah, die Musik, geil. Alter, die ist voll schräg. Hi. Hi. Die verlieren alle nur Holiday Spirit, ich glaub's nicht. Vielleicht wechsle ich, warte mal, vielleicht wechsle ich... Vorsicht, Frisuren, Fred. Ja, ich muss mal ganz kurz... Wechsel mal ganz kurz die Waffe. Das Schlimme ist, ich habe jetzt eine Einhandwaffe gefunden, die genauso viel Schaden macht wie die Zweihandwaffe. Klingt sinnvoll. Holiday Spirit. Yeah. Extra in den Delta-Sektor gereist, um Holiday Spirit zu finden. Geil. Hey, Pixel. 10 Pixel, bitte was? Geil, das lohnt sich immer mehr. Oh, oh, oh. Oh, was ist das da hinten? Wie, was ist das? Hilfe, Dinosaurier. Ach. Alter. Nein, Panik. You killed den Jambot und er springt da unten rum. Jamobot. Ach so, oh, Geld. Oh. 85 Pixel. Oh, Vorsicht. Das Ding aufgemacht, habe ich jetzt irgendjemand heraufbeschwört? Ja. Beschwören. Das war die Büchse der Pandora. Die Buchse. Die Buchse der Pandoria. Die Musik ist so schräg. Die ist echt crazy. Vor allem. Ah, geil. Warte. Ja, natürlich. Ach so, ja, entschuldige, warte. Komm, ich mach ein bisschen Vibration rein. Das ist Holz? Natürlich. Huch, was war das? Kein Holz. Corrupt Dirt Block. Corrupt Dirt Block? Das ist ja auch geil. Korrupte Erde. Hier die Bundesrepublik oder was? Was? Au! Was hat mich denn da gerade getroffen eben noch? Oh, eine Hardened Monster Shell, die uns nichts mehr bringen wird. Willst du mal in das Wasser da reingehen, testweise? Ja, können wir machen. Ich mich mal gerade. Schmeckt nach Himbeer, ne? Boah, jetzt denke ich echt gerade an Himbeer, wo du das gesagt hast. Sieht aber auch lecker aus. Irgendwie schon. Huch. Welch prächtiger Tentakel. Aber warum sind die aus Holz? Das frage ich mich aber auch. Hör mal, wie eklig sich das anhört, wenn wir hier laufen. Nee. Oh, put. So, was denn? Das hört sich so eklig an, wenn man hier drauf springt, auf diesem rosa Farben. Schlorp, meinst du? Ja, genau. Oh, hier wird's aber schöner jetzt. Fast schon angenehm, ne? Ja. Boah, ja, ist gut jetzt. Boah, sind die laut. Mistviecher. Generell ist es ja eine sehr laut Experience. Räusperte er sich? Hui. Ja. Aber hier gibt's irgendwie jetzt nicht so viel. Aber wir kommen ganz gut voran eigentlich, ne?
Ja, ich war also irgendwie ist das von dem Schwierigkeitsgrad her ist das irgendwie noch ein bisschen komisch, weil ich meine, die bringen voll wenig Pixel, die Monster machen aber mega viel Schaden. Das stimmt. Uah, Frisuren, Frisuren greifen an. Lemuren. Oh, Alter, ich muss dringend healen. Oh ja, stimmt. In der Zeit huste ich mal ganz kurz, während diese tolle Musik spielt. Warte mal. Oh ja, das hören wir uns an. Hört sich ein bisschen an wie eine neue CD von DJ Bobo. So, und weil wir leider gerade halbstündige Folgen weiterhin machen müssen, da tut es mir schon wieder. Ja, tut mir fast schon in der Seele weh zu sagen, dass wir schon am Ende dieser Folge sind und in der nächsten gucken wir uns den Planeten noch mal ein bisschen weiter an und düsen noch mal ein bisschen durch den Delta-Sektor, ne? Delta, genau. Jo. Alpha, Beta, Gamma, Delta, ja, das kommt hin. Vielleicht gibt's ja noch Kappa und so. Hey, Krank, ich hasse dich, du machst die Folgen immer zu Ende. Ja, geht ja nicht anders, weil wir nämlich gleich noch ein anderes Spiel aufnehmen. Wir treffen uns gleich noch alle. Es ist momentan, wie spät ist jetzt? Halb acht. Halb acht. Das heißt, wir schaffen heute noch eine Folge. Danach müssen wir nämlich wieder was anderes aufnehmen. Da treffen wir uns mit den anderen, um was anderes aufzunehmen. Voll die Marathonläufe hier bei uns im Moment. Krass. Ja, also nach der Reise auf jeden Fall, die Aufholjagd ist echt, puh. Wir müssen dringend noch Fable 3 eigentlich heute theoretisch noch aufnehmen. Kann ich ja heute Nacht machen. Alter, also, unfassbar. Ja, mal schauen. Würde ich mal sagen, nächste Folge, oder? Ja, bis zur nächsten Folge, liebe Rocker-Freunde. Und dann bin ich mal gespannt, vielleicht schnappen wir uns noch ein anderes Planetchen. Gucken wir mal, ne? Tschüss! Jo, tschüss!